Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Dragos News. Ja, es hat sich ein bisschen verschlechtert. Ich bekomme das Geld momentan nicht über. Egal was ich mache, wahrscheinlich muss ich leider irgendwie zu Konsequenzen. Ja, schon fast. Ding, dass ich brauche das Geld. Man darf das Geld nicht einfach mir wegnehmen und so. Und ja, das ist einfach krankheitsbedingt und weil ich halt ja sehr überlastet bin ein bisschen im Privatleben, aber ja, das hat jetzt keinen Let's Play Hintergrund, also aufs Let's Playen und aufs Video machen und aufs Game hat das natürlich keinen Ding, einfach dass ich die Games nicht kaufen kann, die den PC momentan. Dann verzeuge ich es einfach ein bisschen. Ich schaue, dass ich GTA 5 irgendwie zum Aufnehmen bringen kann, also dass es geht, weil es geht relativ gut. Am schlimmsten ist da schon Skype und Hamachi und Steam, also die fressen recht viel CPU bei mir und das mag Fraps irgendwie nicht, also Fraps frisst dann plötzlich viel mehr, keine Ahnung wieso. Und jetzt, wo ich es aus habe, habe ich dauernd 30 FPS, also hier natürlich klar bei Conquer the World von Medieval 2. Und ja, also heute Abend, also heute Nacht, morgen Nacht, ja, wie soll ich sagen, einfach um 1 Uhr heute Nacht erscheint GTA 5 und ich bin natürlich ein Riesenfan. Ich habe schon jedes der GTA-Teile gespielt und habe jetzt nochmal alle bei Steam gekauft, also GTA 5 Komplett Pack plus eben GTA 5 jetzt, also GTA die anderen Packs meine ich. Unter anderem GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, Episode of Liberty City und ja, das wäre dann alles. Und eben jetzt GTA 5 und GTA Online seit dem 31. Und ja, ich werde es natürlich verfolgen, ich werde aufnehmen, so gut ich kann und ob ich es kann eben, aber ich denke schon, weil GTA 5 braucht ja alle CPU, glaube ich, und nicht nur einen, also die älteren Spiele gehen schlechter. So, ja, außerdem geht es mir recht gut beim Sport, also ich bin fit und alles mögliche, das tut sich natürlich auch auf meine Let's Play Qualität wieder auswirken. Ich bin momentan einfach so ein bisschen, ja, habe Kopfschmerzen und so, einfach durch die starken Winde, die wir hier haben, Strömungen, aber der Sonnenschein und alles macht mir sehr gut. Bleib einfach ein bisschen in der Sonne und nicht dort, wo es windet. Und ja, was soll ich noch sagen? Eben, die Spiele sind momentan ein bisschen anders, bis ich einen neuen PC habe, weil viele Spiele, die ich momentan Let's Play, gehen nicht gut. Da habe ich immer noch Lags. Und ja, dafür kommen jetzt zum Beispiel eben Spiele. Vielleicht Medieval 2 jetzt hier. Noch ein paar. Diablo 3 geht sehr gut. Ohne CPU-Probleme. Und ja, mal schauen, was andere. Vielleicht noch ein bisschen Trove oder andere Online-Spiele. Da schaue ich mal. Sorry, wegen der Heißigkeit. Ich bin noch ein bisschen erkältet, eben wegen den Winden. Blöde Winde. Ja, ich sag einfach, ich mache so bald wie möglich wieder weiter, wenn es gut geht und ja, bekommen also bald wieder gute Videos. Bei Minecraft, also auf dem Server und so, laggt es leider. Da muss ich nur schauen, dass es nicht laggt. Und eben, wenn der neue PC da ist, dann wird es natürlich nicht mehr laggen, hoffentlich. Ja, also, ja, das war eine kleine, ja, Infofolge Dragos News und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffentlich. Tschüsschen, Leute.